Heute erzähle ich das Märchen vom Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen hört sich ganz lustig an. Naja, mal sehen. Ist vielleicht auch ein bisschen lustig, aber auf jeden Fall auch spannend. Es war einmal ein Müller. Ja, und der hatte nicht viel Geld, er war arm und das Geschäft lief nicht so richtig. Die Mühle hatte immer weniger zu tun. Na gut, er war arm, aber er hatte eine wunderschöne Tochter. Eines Tages kam der König bei ihm vorbei und wollte mal schauen, was macht denn der Müller so, wie geht's dem? Naja, wie man so miteinander sich unterhält zwischen König und Müller. Und so kam ein Wort zum anderen. Und der Müller, das war ein ziemlicher Angeber auch. Und er hat ganz gern geflunkert und Geschichten erzählt. Um beim König Eindruck zu machen, sagte er, ha, weißt du übrigens, König, dass meine Tochter aus Stroh Gold spinnen kann? Oh, der König war baff. So hatte er noch überhaupt nicht gehört. Der König war zwar im Gegensatz zum Müller reich, sehr, sehr reich, aber er war auch geldgierig. Der war sowas von scharf hinterm Geld her und Gold. Naja, jedenfalls überlegte er und dann sagte er, weißt du was, Müller, bring mir doch deine Tochter mal heute Nachmittag vorbei, dann wollen wir mal sehen, wie das ist mit dem Goldspinnen aus Stroh. Da saß der Müller natürlich in der Klemme. Was sollte er machen, denn seine Tochter konnte ja gar nicht Goldspinnen aus Stroh. Aber, na, sagt er, irgendwie wird schon gut gehen. Er nahm seine Tochter bei der Hand und sagte, ja, du, wir gehen mal kurz beim König vorbei am Schloss. Ja. Und dann gingen sie hinauf, wurden durch die Pforte geführt zum großen Schloss, in den Saal. Und da war der König, der saß da, schaute das Mädchen an und fragte, wie ist denn das? Kannst du wirklich Gold spinnen? Der Müller ließ aber seine Tochter gar nicht zu Wort kommen und sagte, na klar kann die Gold spinnen. Du wirst schon sehen. Also ließ der König das Mädchen in eine Kammer führen. Die war fast bis unter die Decke voll Stroh. Der König sprach, Mädchen, jetzt zeig, was du kannst. Bis morgen früh möchte ich, dass du dieses Stroh zu Gold spinnst. Wenn nicht, dann na, kannst du aber was erleben. Dann geht's dir richtig schlecht. Die Tür knallte zu, wurde abgeschlossen. Da saß das Mädchen. Ja, sie konnte doch gar nicht Gold machen. Woher sollte sie denn? Na, Spinnen, das war auch nicht so ganz ihr Ding, aber aus Stroh, überhaupt Strohspinnen, das ist schon fast ein Unding. Aber daraus Gold machen, das ging gar nicht. Und sie jammerte und jammerte und sagte, oh Gott, wer weiß, was der mit mir Augen anstellt, der schmeißt mich ins Gefängnis und ich komme da nicht mehr raus. Was mache ich bloß? Ach du je. Und plötzlich gab es einen Knall. Und ein kleines Männchen tauchte wie aus dem Nichts auf. Hey, was jammerst du da? Ja, ich soll das ganze Stroh hier, soll ich zu Gold spinnen? Das kann ich doch gar nicht. Hohoho, sagte das Männlein. Du kannst das vielleicht nicht, aber ich kann das. Ach, bitte, dann hilf mir doch. Ah, sagte das Männlein. Was gibst du mir denn dafür, wenn ich das mache? Oh, du kannst hier mein,
Ein Halsband? Das ist ganz wertvoll. Das habe ich mal von meiner Mutter geerbt. Die ist leider schon tot, aber das habe ich von ihr bekommen. Das würde ich dir dann geben. Na gut, sagte das kleine Männlein. Na gut, na wollen wir mal sehen. Und er setzte sich an das Spinnrad, das da in der Stube stand, und begann zu spinnen. Schnurr, schnurr, schnurr. Und schon war aus dem Stroh auf der ersten Spindel schon Gold geworden. Er warf sie hinter sich, lässig von Rücken, nahm sich das nächste Stroh und schnurr, 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 sauste das Spinnrad und schon war die nächste Rolle goldfertig und so ging das in einem fort. Morgens schließlich war da kein Strohhalm mehr über in der Kammer, sondern alles war voll Gold, das auf diese Spindeln gesponnen war. Der König kam rein, machte große Augen und sagte, gar nicht schlecht, mein liebes Mägdlein. Aber weißt du was? Das ist mir noch nicht genug. Ich lass dir neues Stroh herbeischaffen und bis morgen früh wirst du das wieder zu Gold spinnen. Sonst, du weißt ja, dann wirst du streng bestraft. Ging das schon wieder los. Das Mädchen wurde eingeschlossen in der Kammer, die Tür schloss sich, der Schlüssel knarrte im Schloss. Da saß sie nun und grübelte, Mensch, wie hatte das Männlein das bloß geschafft? Aber sie kam natürlich nicht dahinter, woher sollte sie? Ja, und sie grübelte und fing wieder an zu weinen und zu jammern. Oh Gott, was wird aus mir? Und wups! War das kleine Männlein wieder da. Soll ich nochmal für dich spinnen? Fragte das kleine Männlein. Oh, bitte, ja, wenn du so lieb wärst. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen und wäre dir sehr, sehr dankbar. Wie dankbar? Was würdest du mir dafür geben? Fragte das Männlein. Och, ich hätte hier noch diesen Ring von meiner Mutter. Der ist aus purem Gold auch. Das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Na gut, gib her. Und er steckte den Ring ein und fing wieder an zu spinnen mit dem Stroh. Und schnurr, 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 schnurr. Schon war die nächste Spindel voller Gold. Und so ging das weiter in einem Fort. Schnurr, 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 schnurr. Ja, und am nächsten Morgen war auch das ganze Stroh wieder zu Gold geworden. Der König erschien natürlich, klopfte erst gar nicht an, schloss einfach auf und kam reingepoltert. Blöder Kerl übrigens. Und guckte sich das an, sagte, tüchtig, tüchtig. Du bist ein wirklich tüchtiges Mädchen, du gefällst mir. Das ist schon ganz schön viel Gold, das kann ich gut gebrauchen. Aber weißt du was? Du wirst jetzt noch einmal das Stroh zu Gold spinnen, was wir dir geben, was wir dir herschaffen. Aber wenn du das schaffst, dann gebe ich dir meinen Sohn zum Manne. Dann wirst du eines Tages Königin werden. Naja, das interessierte das Mädchen nicht so sehr. So scharf war sie da nicht drauf irgendwie. Sie kannte ja den Königssohn gar nicht. Wenn der genauso ein blöder Kerl war wie sein Vater, wäre nicht so ganz ihr Ding. Aber man weiß ja nicht. Außerdem, sie konnte ja immer noch nicht spinnen. Das gleiche Theater wieder, Tür zu, Rums, Schlüssel umgedreht. Und schon saß sie wieder da, grübelte und jammerte und heulte und weinte. Oh, wer hilft mir, bitte, bitte, liebes Männlein, komm doch noch mal. Ich kann nicht mehr. Das Männlein kam tatsächlich wieder. Es guckte ein wenig pfiffig, sagte, wieder Stroh spinnt zu Gold? Ja? Ihr habt
Bitte, 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 sagte das Mädchen. Oh, ich will mir überlegen, warum eigentlich nicht. Es ist für mich ja eigentlich durchaus, zwar keine Kleinigkeit, aber immerhin. Aber diesmal will ich was ganz Besonderes haben. Ja, was denn? Ich habe doch nichts mehr, was ich dir geben kann. Du hast schon ein tolles Halsband und meinen Ring, mehr habe ich nicht. Ach, sagt er. Wenn ich das mache, dann wirst du ja Königstochter sozusagen. Dann wirst du ja die Frau vom Königssohn. Und dann möchte ich dein erstgeborenes Kind bekommen. Das musst du mir schenken. Wie bitte? Sagte die Müllers Tochter. Mein Kind willst du haben? Bist du verrückt? Ach doch. Aber ich muss ja nicht. Ich brauche kein Kind unbedingt. Ich kann auch wieder weggehen. Oh, bitte, bitte, bitte. Das Mädchen war völlig fertig mit der Welt. Die war so verzweifelt. Und sagte, naja, man wird sehen, hat sie sich gedacht. Na gut, dann bitte, bitte, dann sollst du das Kind haben. Ja, alles ging wieder wie bei den ersten beiden Malen. Er setzte sich ans Spinnrad und schnurr, 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 schnurr. Spindel voll Gold, weg, nächste Stroh, ran und schnurr, 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 schnurr. Schnurrte das Spinnrad und die zweite und die dritte und die vierte und die fünfte und so weiter und so fort die Nacht über. Und am Morgen, klar, war wieder alles Stroh zu Gold geworden. Hui, fiel der Müllers Tochter erstmal. Ja, ein Stein vom Herzen, das Männlein war auch verschwunden. Es war wieder allein in der kleinen Stube, die jetzt voller Gold war. Der König kam wieder. Guckte, wirklich, du hast ja wirklich was drauf. So, da hätte ich nicht gedacht, dass du das kannst. Und sagte das Mädchen, ja dann bitteschön, dann halte auch bitte dein Versprechen. Naja, ach, was soll's. Du bekommst meinen Sohn zum Mann. Ja, und der Sohn war gar nicht mal so übel. Sah nicht allzu schlecht aus, war ein pfiffiges Kerlchen und vor allen Dingen im Gegensatz zu seinem Vater war es ihm ganz lieber. Ja, sie freute sich natürlich wie Bolle, nahm den Prinz, den Königssohn, zum Manne und nach einem Jahr schon, ach, noch nicht mal ein Jahr, da wurde das Kind geboren. Es war ein wunderschönes, kleines Mädchen. Die Eltern waren stolz drauf. Sie schauten sich und das Kind ganz verliebt an und freuten sich. Abends aber, als die frühere Müllers Tochter, jetzige Prinzessin und baldige Königin, alleine war, im Bad tauchte das Männlein wieder auf. Ui, hat sie sich erschrocken. Was nun? Er guckte. Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich höre, du hast eine Tochter bekommen. Erinnerst du dich? Das erste Kind gehört mir. Ich will es haben. Das war natürlich ein Schock. Irgendwie hatte sie nicht damit gerechnet, dass er das Kind wirklich holen würde. Das war ja unmenschlich, war ja furchtbar. Oh, bitte, 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 kann ich dir nicht was anderes geben? Ich habe jetzt ziemlich viel Sachen, also ich könnte dir schöne Sachen geben. Nein, ich will das Kind. Sie rang mit sich und sie raufte sich die Haare und weinte und schrie vor Verzweiflung. Ja, und irgendwann ging das dem kleinen Männlein so auf die Nerven, dass er sagte, pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Gut. Ich gebe dir 3 Tage Zeit. In diesen 3 Tagen musst du erraten, wie ich heiße. Kapiert? Ja, sagte die frühere Müllers Tochter, die jetzige Prinzessin. Ja, gut,
das schaffe ich, das mache ich. Alles klar. Ja, und sie überlegte sich, na ja, was gibt's denn für Namen? Ach, mal sehen. Ja, und als das Männlein dann am nächsten Abend wieder erschien, dann überlegte sie, du heißt bestimmt Kaspar? Melchior oder Balthasar? Das bin ich nicht, das bin ich nicht. Das Männlein freute sich ganz bösartig und verschwand wieder. Sie hatte noch zwei Chancen. Und am nächsten Tag, dann ließ sie alle möglichen Leute überall rumfragen, was es noch für Namen gibt. Es gab ja auch eigentlich ziemlich viele Namen, da müsste doch einer dabei sein, der auf das Männchen passte. Am nächsten Abend kam das Männlein wieder und fragte, ah, wie heiß ich? Weißt du es jetzt? Wenn du es weißt, dann darfst du das Kind behalten. Wenn nicht, dann weißt du, dann nehme ich das Kind mit. Heißt du vielleicht Rippenbiest? Oder Hammelswade? Oder Schnürbein? Das Männlein schlug sich auf die Schenkel vor lauter Lachen. Ich dachte, du hast noch eine Chance. Bis denn dann, bis morgen. Dann hole ich das Kind. Der Königssohn war mittlerweile eingeweiht in diese schreckliche Geschichte und war genauso verzweifelt wie seine Frau, die frühere Müllerstochter. Er ritt nun am nächsten Tag in den Wald und suchte, vielleicht könnte er da was rausfinden, das müsste doch möglich sein. Und schließlich kam er in eine Gegend, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, also eine Gegend, wo sonst kaum jemand zu finden war. Und da sah er in der Ferne ein Feuer flackern. Er ritt näher, schlich sich durch das Gebüsch heran und da sah er tatsächlich ein kleines Männlein, das um das Feuer tanzte und sprang. Es hüpfte auf einem Bein und rief, heute back ich, morgen brau ich und übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Und dann wieder, heute back ich, morgen brau ich und übermorgen hole ich der Prinzessin, der Königin, ihr Kind. Ach, wie gut, dass jemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heißt. Den Namen konnte er sich merken. Er ritt zurück, sagte seiner Frau, pass auf, der heißt Rumpelstilzchen. Und dann kam der dritte Abend. Da kam es drauf an. Entweder sie wusste den Namen oder aber musste ihr Kind hergeben. Er fragte wieder, na, wie heiß ich? Heißt du vielleicht Kunz? Nee. Oder Heinz? Ach was, heißt doch nicht Heinz. Sie tat so, als würde sie schwer überlegen und fragte dann, heißt du vielleicht Rumpelstilzchen? Das kleine Männlein erstarrte und rief an, das hat dir der Teufel gesagt. Er stampfte mit dem rechten Bein auf und, ja, weg war er. Er zerriss sich selbst. Er war nicht mehr da und wurde auch nie wieder gesehen. Und der Königssohn und das Müllermädchen und das Kind waren froh und lebten selig und fröhlich bis an ihr Ende. Ja, das war die Geschichte, das Märchen vom Rumpelstilzchen. Ja, nochmal gut gegangen, ne? Mal sehen, was ich noch so an Märchen finde, aber das dann später.